Auf der anderen Seite gibt es jetzt diese Erfolge des ukrainischen Militärs, auch der ukrainischen Zivilbevölkerung, muss man sagen. Die macht nur Wladimir Putin offensichtlich immer wütender. Glauben Sie, dass es im weiteren Verlauf jetzt einfach immer noch mehr Tote und noch mehr Leid geben wird? Ja, also einerseits gibt es so eine Stimmung in der Ukraine. Manche wundern sich, warum wir immer noch so sicher sind, dass die Ukraine gewinnt. Und es gibt auch eine Stimmung, dass das bald vorbei wird. Wahrscheinlich ist das auch eine Schutzreaktion. Ich versuche, pessimistisch zu bleiben oder realistisch. Und wenn ich die Nachrichten lese, die manchmal wirklich ganz schrecklich sind, dann denke ich, wir stehen aber am Anfang. Wir werden noch schlimmere Sachen erfahren. Und das ist etwas, worauf ich mich auch innerlich vorbereite. Und das muss man auch, glaube ich, hier in Europa bei all diesen Diskussionen auch im Auge behalten. Das ist nicht das Ende. Und obwohl die Ukrainer einen enormen Widerstand leisten und alle das bewundern, ist es eine sehr schwierige Situation und es kann wirklich noch schlimmer sein. Sie haben vor dem Krieg bei uns in der Sendung, und zwar Anfang Februar, gesagt, dass die Ukrainer sich überhaupt gar nicht fragen, was Putins Ziel ist, und uns gefragt, worauf wir eigentlich noch warten. Wie kommt Ihnen diese Diskussion, die wir heute in Deutschland führen, vor? Ich glaube, man muss ein bisschen schneller sein. Ich glaube, viele Sachen, die wir damals diskutiert haben, vor allem Waffenlieferung, ist ja jetzt klar. Jetzt gibt es andere Fragen auf dem Tisch. Man muss einfach schneller sein. Ich habe das Gefühl, diese Entscheidungen, die heute unmöglich aussehen, in 2 Wochen ganz einfach getroffen werden können. Aber haben wir diese 2 Wochen oder haben wir diese Zeit? Und unter wir meine ich nicht nur Ukraine, ich meine natürlich auch Europa. Ja. Genau darüber werden wir diskutieren. Carlo Marsalla ist bei uns, Militärexperte von der Bundeswehr-Universität München. Herr Marsalla, werden wir sehen, dass Wladimir Putin, weil unter Druck, immer brutaler wird? Butcher? Nein, ich glaube nicht. Der Punkt ist nicht, dass er unter Druck ist und deshalb brutaler wird. Das, was wir in Butcher erlebt haben, die Berichte über die systematischen Vergewaltigungen von Frauen, über die Exekutionen von Zivilisten, das ist ja ein Teil russischer Militärstrategie. Also das kommt nicht überraschend, wenn man sich anschaut, wie Russland sich in anderen Regionen verhalten hat. Das ist zwar keine 1:1 Kopie, aber das ist jetzt nicht, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass die Enttäuschung groß ist, dass man zum Beispiel Kiew nicht einnehmen konnte. Sondern Russland muss sich zurückziehen, ja, und begeht im Zuge dieses Rückzugs genau diese Vernichtungen, die wir jetzt sehen und wo ich das teile, wir werden noch viel, viel mehr sehen. In Städten wie Mariupol und sowas kommt ja keine unabhängige Presse rein oder in die Ostukraine. Das ist leider Gottes ein Teil der russischen Militärstrategie. Das ist kein Zufall, das ist Systematik. Und da geht es darum, den Widerstand der ukrainischen Zivilbevölkerung zu brechen. Es geht darum, die ukrainische Zivilbevölkerung zu demütigen. Damit sozusagen auf der einen Seite haben sie eine Armee, die kämpft, auf der anderen Seite haben sie eine Bevölkerung, die den Kampf dieser Armee massiv unterstützt mit dem, was es kann. Und eine der zentralen Elemente ist es, die Bevölkerung sozusagen von ihrer Armee zu distanzieren, weil die Bevölkerung kriegsmüde ist, was dann wiederum Auswirkungen auf Selenskyj und die politische Führung und die militärische Führung hat. Und dazu zählen Vergewaltigungen, dazu zählen Massaker, Gräueltaten, wie wir sie jetzt erleben. Friedrich Merz ist bei uns, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion, Parteivorsitzender der CDU. Viele sagen, Herr Merz, dass diese Kriegsgräuel so grauenhaft sind und so erschütternd sind, weil sie mitten in Europa geschehen. Mal unabhängig davon, dass offensichtlich uns eben auch viel Gleichgültigkeit gegeben war, um andere Kriege zu ignorieren. Hätten wir etwas viel früher sehen und viel früher ahnen können? Ja. Wir haben, Herr Marsalla hat es ja gerade gesagt, diese Bilder ja nicht zum ersten Mal gesehen. Sie waren beim letzten Mal nur weiter weg. Sie waren in Grozny, sie waren in Aleppo, Syrien, in Tschetschenien. Das ist eben in der Tat ein Muster. Und jetzt ist es sehr nah bei uns. Es ist mitten in Europa. Und jetzt reagieren wir und stellen plötzlich uns selbst die Frage, was haben wir da eigentlich weggeschaut?
Und was war der Grund dafür? Wir haben wirklich geglaubt, das könnte hier nicht stattfinden. Jetzt findet es hier statt und es öffnet uns die Augen. Sie haben in einem Namensartikel geschrieben, dass Putin sein wahres Gesicht uns in Syrien schon gezeigt hat. Und die nächste Frage ist natürlich, liegt auf der Hand. Hat er uns also richtig eingeschätzt? In unserem Tschetschenien interessiert uns noch nicht, Syrien interessiert uns noch nicht. Und wir reagieren genau, wie Sie sagen, erst jetzt, wo es vor der eigenen Haustür passiert. Er hat uns wahrscheinlich bis zu Beginn dieses Krieges richtig eingeschätzt, aber danach nicht mehr. Mhm. Ich vermute, dass er jetzt realisiert, dass wir uns wirklich wehren. Und das ist auch eine gute Sache, so schrecklich und so tragisch dieser Krieg ist. Aber jetzt ist es wirklich gut und er merkt das. Und er muss seine Strategie ständig ändern, was nicht heißt, dass es dadurch besser wird. Aber man muss ja mal mit großem Respekt sagen, was dieses Volk der Ukraine leistet. Was die Menschen dort leisten, was sie auch bereit sind zu erdulden und zu ertragen, ist wirklich heldenhaft. Ja, es ist auch herzzerreißend, was da geschieht. Und deswegen wollen wir ja nun auch endlich und wirklich helfen. Genau darüber reden wir jetzt mit Christian Dürr, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP. Was muss, Herr Dürr, Butscha, was muss das Schicksal der Zivilbevölkerung, nicht nur dieser Stadt, sondern wahrscheinlich vieler ukrainischer Städte, an unserer Politik ändern? Herr Merz hat gesagt, wir waren naiv. Wahrscheinlich 10, 20 Jahre waren wir gegenüber Russland komplett naiv. Ich meine, wir haben vor ein paar Monaten in Deutschland noch ernsthaft über Nord Stream 2 gesprochen. Ja. Das ist ja im Nachhinein fast absurd, wenn wir jetzt drüber nachdenken. Und ich teile das, was Sie gesagt haben. Butscha wird mutmaßlich nicht der einzige Gräuelort sein in der Ukraine. Und von daher, Zeitenwende ist ja das allgemeine Sprichwort jetzt in Deutschland. Das ist es. Ich will es mal so zusammenfassen, Frau Illner. Ich glaube, der Westen, Deutschland, hat drei Optionen. Das erste wäre, und das ist keine, ein direkter Eintritt in den Krieg. Das ist keine Option. Das zweite ist, wir müssen die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abbrechen. Bei der Kohle beispielsweise, wir kommen da sicherlich noch drauf, bei der Kohle haben wir seit Beginn dieses Krieges ist in Deutschland zumindest geschafft, zu 50% die Abhängigkeit, also die Abhängigkeit gegenüber russischer Kohle zu halbieren. Und das Dritte sind Waffenlieferungen. Die deutsche Bundesregierung hat ja gerade vor ein paar Tagen Panzer aus deutschem Bestand ursprünglich, die jetzt in Tschechien sind, freigegeben, bewaffnete Panzer, damit die dorthin kommen. Also wir haben jetzt Handlungsoptionen, die wir nutzen müssen. Und da sind wir einer Meinung. Jetzt endlich auch schwere Waffen. Ja. Ist Putin in Ihren Augen ein Kriegsverbrecher, würden Sie das sagen? Der Bundeskanzler wehrt sich immer noch, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Ich habe das Wort nach Butscha in den Mund genommen, weil das sind Kriegsverbrechen. Die müssen angeklagt werden in Den Haag. Dazu werden wir später noch kommen. Das ist auch dann die Aufgabe der zivilisierten Welt, das aufzuarbeiten. Putin hatte ja hätte nie die Sorge haben müssen, dass die Ukraine irgendwie aggressiv ist, sondern Putins Angst ist, dass die liberale Demokratie zu nah an seine Grenzen gerutscht ist. Und vor dem Hintergrund verteidigen die Menschen in der Ukraine die liberale Demokratie des Westens derzeit. Und also das sind Kriegsverbrechen. Mhm. Wir sind mit Stefan Wolf verbunden, und zwar in Stuttgart. Er ist Vorstandsvorsitzender von Elring-Klinger und Präsident von Gesamtmetall. Also ein klassischer Unternehmer und Manager. Herr Wolf, dieses Embargo, über das die ganze Zeit in Deutschland heiß diskutiert wird, ist jetzt ein Embargo gegen russische Kohle. Es ist noch keins gegen Gas und gegen Öl. Würden Sie auch sagen, als Mensch, als Unternehmer, als verantwortlicher Unternehmer, dass es uns weniger schuldig machen würde, wenn es uns gelänge, ein komplettes Energieembargo mit Russland hinzubekommen oder gegen Russland? Also zunächst mal, die Bilder, die wir sehen, sind grauenhaft und wir als Arbeitgeber sind entsetzt, was da passiert und verurteilen das natürlich zutiefst. Ich glaube aber, dass die Sachverhalte nicht vergleichbar sind. Wir haben als Arbeitgeber und als Unternehmer Verantwortung für unglaublich viele Menschen in Deutschland, dass die einen Arbeitsplatz haben, dass sie leben können, dass sie ihre Gasrechnungen, ihre Stromrechnungen bezahlen können. Und mit der Kohle, das kriegen wir hin. Aber wenn Sie das Thema Gas ansprechen, die Abhängigkeit vom Gas ist enorm in Deutschland von russischem Gas. Das schwankt, die Angaben, zwischen 52% und 55%. Mhm. Und wenn wir morgen diese Gaslieferungen abstellen, dann droht ein totaler Kollaps der deutschen Industrie.
der chemischen Industrie. Wenn Sie dort Prozesse unterbrechen, die fahren Sie nicht schnell wieder hoch. Wenn Sie die Glasindustrie nehmen, wenn diese Wannen runtergefahren werden unter 40 Grad, dann sind sie kaputt. Das sind enorme Investitionen, die dann wieder getätigt werden müssen. Die Lieferkette in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie, da kenne ich mich nun besonders gut aus, die wäre total unterbrochen. Und das würde zunächst mal dazu führen, dass wir Millionen von Menschen erstmal in Kurzarbeit null schicken, dann aber auch viele kleine, mittlere Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie sicherlich das nicht überleben werden. Wir müssen immer daran denken, wir haben zwei schwierige Corona-Jahre hinter uns. Den Unternehmen geht es nicht gut und wir haben eigentlich darauf gehofft, dass es jetzt wieder nach oben geht. Und wenn wir dann massenweise Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken in Deutschland, dann haben wir, glaube ich, nichts gekonnt. In dieser Situation brauchen wir ein starkes Deutschland und eine starke Wirtschaft, die in der Lage ist, auch Geld zu erwirtschaften, Arbeitsplätze zu erhalten und auch Geld zu erwirtschaften, weil wir haben immer noch eine enorme Aufgabe vor uns. Wir müssen uns autark machen von russischem Gas und von russischer Energie. Und da brauchen wir enorme Investitionen. Das braucht Zeit und da brauchen wir aber enorme Investitionen und dieses Geld muss irgendwo erwirtschaftet werden. Und ich glaube, wenn wir jetzt Geld erwirtschaften, dass wir dann in Windkraftanlagen stecken in Deutschland, um uns autark zu machen von russischer Energie und Arbeitsplätze für die Menschen in unserem Land erhalten, dass sie leben können, dann haben wir wirklich was gekonnt. Das war jetzt schon der ganz große Strauß. Ich sag mal, das erste Argument von Norbert Röttgen, Herr Merz, wäre zu sagen, der viel größere Schaden für die deutsche Wirtschaft entsteht, ein XXL-Schaden, wenn Putin gewinnen sollte. Weil dann unsere Chancen in Europa mal noch ganz anders aussehen, als sie sein könnten, wenn es irgendwann einen Frieden gibt. Was ist Ihre Position? Wir diskutieren über dieses Thema fast jede Woche. Und es gibt bei uns in der CDU, aber auch in der Bundestagsfraktion viele, die sagen, müssten wir nicht jetzt wirklich zu den rigorosesten Mitteln greifen, die wir zur Verfügung haben. Norbert Röttgen fordert meine das, Antwort Herr Kiesewetter immer, wenn fordert wir, das. Ja, das gibt aber auch andere. Und meine Antwort ist, wenn wir wüssten, dass am Tag danach oder sagen wir zwei Wochen danach dieser Krieg beendet wäre, würden wir es tun. Aber wir wissen es nicht. Und wir haben hier abzuwägen, und zwar nicht die eine Moral gegen die andere oder die Moral gegen die Wirtschaft, sondern wir haben doch abzuwägen, was das auch für Folgen hätte. Und Herr Wolf hat es gerade mal auch angedeutet. Wir müssen damit rechnen, dass es passiert, dass Putin von sich aus die Gaslieferungen stoppt. Wir müssen ernsthaft damit rechnen. Aber müssen wir das wirklich selbst machen, um jetzt noch größeren Schaden entstehen zu lassen? Nochmal, ich kann gut verstehen, wenn man anderer Meinung ist, aber die Mehrheit bei uns sagt, wir sollten es nicht tun. Wir sind jetzt runter, übrigens, Herr Wolf, von gut 50 auf 40% Abhängigkeit. Die Abhängigkeit sinkt jede Woche. Wir tun alles, um die Unabhängigkeit zu erreichen. Aber wir müssen jetzt nicht noch zum härtesten Mittel gegen uns auch selbst greifen mit ungewissem Ausgang in diesem Krieg. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns jeden Tag befinden. Wir ringen da wirklich. Und glauben Sie mir, Frau Illner, das ist keine Entscheidung, die 1:0 oder 100:0 ausfällt, sondern es ist eine Entscheidung, die jeden Tag neu abgewogen wird. Und wir kommen zu diesem Ergebnis. Europäische Parlament heute anders. Die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Fordert genau das. Ja, aber das ist eine Position. Ich finde, wir haben für beide Positionen gute Gründe. Ich komme zu einem anderen Ergebnis mit der Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen, wissend, dass auch das keine Position ist, mit der wir uns jetzt innerlich auch wirklich wohlfühlen. Es ist ein tägliches Ringen um die richtigen Antworten. Bevor ich Herrn Dürr frage, frage an Herrn Massala. Wladimir Putin hat Atomwaffen und wir sind wahnsinnig abhängig von russischem Gas. Ändert sich an diesen beiden Prämissen etwas, je länger und je grausamer dieser Krieg wird? Nee, an den Prämissen ändert sich überhaupt nichts. Der Punkt ist, natürlich sind diese Atomwaffen da und natürlich sozusagen gibt es Situationen in diesem Konflikt, die dazu führen könnten, dass die atomare Drohung wieder im Raum steht. Ja? Also dann, dem müssen wir uns sozusagen... Dem müssen wir uns vergegenwärtigen, das müssen wir im Hinterkopf haben. Wir sind abhängig vom Gas, aber wenn ich mir erlauben darf, ich bin kein Ökonom, aber was mich stört an der deutschen Diskussion ist, sie wird sehr binär geführt. Also entweder wir stoppen morgen oder wir lassen es laufen, bis wir irgendwann mal unabhängig sind. Es gibt andere Länder wie Frankreich oder Italien, da werden Zwischenschritte diskutiert und die fehlen mir hier in der deutschen Diskussion. Also, Moratorium. Es ist wohl so, dass man den Ölausstieg wohl verkraften könnte. Kohle auch. So, Kohle sowieso, aber Kohle sozusagen ist der EU-Beschluss ist ein bisschen lächerlich, wenn ich das sagen darf. Es ist die Möglichkeit da, wenn ich Robert Habeck richtig verstanden habe, und Herr Merz hat das ja auch gesagt, wir werden immer weniger abhängiger.
kann man darüber nachdenken, die Fördermengen zu reduzieren zu einem solchen Bereich, dass diese Grundindustrie noch weiter laufen kann, aber wir sozusagen nicht alles abnehmen müssen, was wir jetzt abnehmen. Kann man russisches Gas besteuern und damit sozusagen weniger Geld in diesen Staat spülen? Weil natürlich finanziert das Gas nicht den Krieg, aber es finanziert den Staat, der den Krieg führt. Und diese ganzen Zwischenschritte, die fehlen mir in der deutschen Diskussion. Wir machen das sehr binär, entweder komplett oder halt überhaupt nicht. Und da finde ich sozusagen, sollte man auch mal ins europäische Ausland gucken und mal gucken, was dort die Kollegen und Kolleginnen, also ihre, diskutieren und mal schauen, inwieweit man das in Deutschland übernehmen kann. Und letzten Endes, wenn ich ganz kurz sagen darf, und wenn wir uns dazu entschließen, also sozusagen diesen Stopp nicht durchzuführen, was man ja akzeptieren muss, wenn die Politik zu dieser Entscheidung kommt. Mhm. Dann müssen wir aber verdammt nochmal bei den Waffenlieferungen aber wirklich aufs Gas steigen. Das ist der Punkt. Also wir können nicht auf der einen Seite der Bremser sein und auf der anderen Seite sehr zögerlich sein, was Waffenlieferungen angeht. Wir sind die fünftgrößte Volkswirtschaft. Wir profitieren enorm von Sicherheit und Stabilität auf diesem europäischen Kontinent. Wir haben einen Bundeskanzler und auch einen Oppositionsführer, die sagen, wie bedeutend dieser Konflikt ist. Ja. Da können wir nicht so eine In-Between-Haltung zwischen sozusagen, die eine Seite schließen wir komplett aus, weil sie uns ruinieren würde, und auf der anderen Seite drücken wir so ein bisschen auf die Bremse, weil wir auch nicht zu sehr provozieren wollen. Das geht das nicht. Das tut der Oppositionsführer nicht. So. Gut, dann nehme ich das zurück. Und ehrlich gesagt, dann lassen Sie uns über dieses Embargo reden und vielleicht später noch mal dazu kommen, was eigentlich Ziele sind, auch Ziele des Westens in Bezug auf Putin, weil ich merke, dass wir in dieser Diskussion jetzt schon sehr drin sind. Genau, wir diskutieren in Deutschland nicht nur hier und heute Abend über unsere schärfste Waffe. Und das ist das. Wir brauchen eine Isolierung von Russland, weil jeder Cent, der auch für Gas bezahlt wurde, wird für Waffen verwendet, die heute killen. Der Druck wächst. Berlin hält dagegen. Es ist ein Spiel auf Zeit. Wir verfolgen ja eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle und von Öl zu machen. Nur eben nicht sofort. Wir können nicht jahrelang warten, bis Lieferungen aus Katar hier ankommen. Ein sofortiges Energieembargo. Nicht verkraftbar, sagt die Wirtschaft. Zusammenbruch der Lieferketten, Kurzarbeit, Rezession. Die Mengen wären kurzfristig nicht ersetzbar. Die Auswirkungen eines kurzfristigen Embargos auf uns sind deutlich größer als höchstwahrscheinlich der Effekt in Russland. Wenn wir gar kein Erdgas mehr bekommen, heißt es, wir legen still. In Brüssel hat man sich formal auf ein Kohleembargo geeinigt. Ein Bruchteil der Überweisungen an den Kreml. Bei Öl und Gas geht das Spiel auf Zeit weiter. Das ist letztlich dann eine politische Entscheidung, ob man bereit ist, diese wirtschaftlichen Kosten, die das auch für uns hätte, zu tragen. Aber machbar wäre es. Und das ist ein Wissenschaftler, der sagt, Herr Dürr, dass das diese Volkswirtschaft aushält. Ist Deutschland mittlerweile also wirklich isoliert, auch innerhalb der Europäischen Union? Weil die Italiener sind jetzt dafür, dass es ein auch Gasembargo gibt. Wir haben Österreich noch an unserer Seite, Ungarn, glaube ich, und Slowenien. Sind wir dabei, auch diese Mehrheit in der EU sogar gegen uns aufzuziehen? Jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Also diese Zwischenschritte, die Herr Marcella angesprochen hat, die tun wir ja. Bei Kohle habe ich es vorhin gesagt, immerhin die Halbierung der Abhängigkeit von Russland ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, um jetzt die vollen Sanktionen zu machen. Beim Öl sind wir dabei, beim Gas machen wir auch Fortschritte. Deshalb weniger Fortschritte, weil wir die Abhängigkeit in den letzten 20 Jahren so massiv erhöht haben. Das war ein Fehler. Das ist jetzt verschüttete Milch. Hilft auch nichts, darüber zu diskutieren. Das ist leider so. Ich sag's mal plastisch, Frau Illner. Wer würde es darum gehen, dass sich jeder einen Pulli anzieht und wie die Heizung statt mit 21 Grad, mit 17 Grad in den Wohnzimmern in Deutschland betreiben würde? Und wir die Hoffnung hätten, das würde diesen Terror in der Ukraine beenden, würde jeder sofort Ja sagen, ausdrücklich auch ich. Das Problem ist, und das hat Herr Wolf vorhin beschrieben, es würde, das heißt immer so niedlich fast, Lieferketten abreißen lassen. Was heißt das denn ganz konkret? Das heißt beispielsweise, dass die Grundstoffindustrie in Deutschland faktisch zusammenbricht. Das heißt zum Beispiel, dass wir keine Dialyseschläuche mehr für unsere Krankenhäuser herstellen könnten. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der wichtig ist in diesem Konflikt, wo auch wir durchhalten müssen, auch die Sanktionen. Die geopolitische Stärke des Westens, auch Deutschlands, ist die wirtschaftliche Stärke. Das heißt nicht, dass Wirtschaft vor humanitärer Hilfe, vor auch insbesondere Waffenlieferungen oder sowas geht. Überhaupt gar nicht. Aber wenn wir wirtschaftlich abbrechen sozusagen, dann können wir anderes nicht durchhalten. Und dann wäre leider nichts gewonnen in der Summe. Aber klar ist,
diese Schritte müssen wir machen, die tun wir jetzt auch. Und übrigens bei LNG beispielsweise bekommen wir ja bereits was. Da sind wir gerade dabei. Wir reden in Deutschland darüber, dass wir wieder Erdgasförderung in der Nordsee anfangen. Ja. Herr Merz lächelt. Also das sind ja Dinge, denen ich schon hätte früher näher treten können, wo viele deutsche Parteien gesagt haben, um Gottes Willen. Also da machen wir diese Zwischenschritte. Was aber nichts hilft, ist, wenn wir uns mehr schaden, als wir ansatzweise Putin schaden, dann ist leider den Menschen nicht geholfen. Das ist ein interessantes und oft gehörtes Argument. Mhm. Frau Mischenko, wenn Sie in diese Diskussion hören, man sollte sich selbst nicht mehr schaden als dem Aggressor. Mhm. Ist das etwas wert in Ihren Augen und Ohren? Ja, ich habe ein paar Anmerkungen zum Diskurs. Die Ukrainer heute sind keine Helden. Das sind einfach Menschen, die leben wollen und die sich schützen wollen. Und die auch Verantwortung übernehmen für ihr Land und für das, was im Land passiert. Und das ist wahrscheinlich auch die Stärke an diesem Kampf, dass jeder und jede diese Verantwortung übernehmen in ihrem Bereich, wo sie was tun können. Und was Sie sagen, wir waren naiv. Ich glaube, ich meine, diese politische Klasse, die jetzt an der Macht ist oder auch früher in den letzten 20 Jahren, es war keine Naivität, es war wahrscheinlich Pragmatismus. Mhm. Und auch eine Intention wegzuschauen, wenn es auch um innere Politik Russlands ging. Ja. Denn ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Nawalny. Verfolgung von homosexuellen Menschen, Folter in Gefängnissen, das war ja alles bekannt, überall in der Welt. Putin hat auch Scherze über Homosexualität gemacht, irgendwo, wo er in Europa, in Westeuropa war. Also, und da wurde weggeschaut. Das waren interne Sachen. Und so intern wurde auch die Ukraine-Politik wahrgenommen. Mhm. Und wenn ich jetzt auch daran denke, wie nach der Krim-Annexion und nach dem Donbass-Krieg, nach diesen Kesseln, die wir auch erlebt haben, 2014, dann Nord Stream unterschrieben wurde, dann war das, glaube ich, keine Naivität. Es war was anderes. Und was ich sagen möchte, Ignoranz war es vielleicht sogar. Und was ich sagen möchte, ich glaube, es ist auch die Zeit, vor allem für deutsche Gesellschaft, die schon so viel durchgemacht hat in dieser Bewältigung des Erbes im Zweiten Weltkrieg, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, es ist schlecht. Also ich muss Ihnen jetzt auch nicht erzählen, wo wirtschaftlich die Ukraine steht und wie viele Milliarden sie jeden Tag verliert. Und wir sind heute alle in einer ganz schlimmen Situation, auch die Russen. Also es gibt heute kein einziges Land, welches an diesem Krieg, an dieser Situation irgendetwas gewinnt. Und da muss sich jede Gesellschaft Gedanken machen, in welcher Welt möchte ich leben und wofür kann ich Verantwortung übernehmen. Und den Ukrainern muss jetzt nicht alles delegiert werden. Und ich glaube, das Wort helfen, also ist natürlich schön, aber hier, glaube ich, ist es wichtig zu denken, wie können wir mitkämpfen. Natürlich ist es eine andere Form, also nicht reintreten als Armee, okay, also das ist völlig verständlich, ich glaube, es erwartet die Ukraine auch nicht. Ja. Aber man muss einfach diesen Krieg als nicht humanitäre Katastrophe irgendwo wahrnehmen und wir helfen jetzt mit unserer wirtschaftlichen Stärke, schaffen wir das und so weiter, sondern wir kämpfen zusammen für eine Klar. Ja, und das kommt auf die Zeit an. Also wenn man Herrn Selensky richtig versteht und Herrn Melnyk richtig versteht, kommt es wahnsinnig auf die Zeit an. Und da ist natürlich die Frage, ist es ein Argument zu sagen, es schadet der deutschen Wirtschaft, wenn wir jetzt so radikal und einschneidend reagieren? Frage noch mal nach Stuttgart zu Herrn Wolf. Wenn Wladimir Putin das jetzt von sich aus entscheiden würde, wenn er einfach festlegt, ihr seid Kriegspartei oder aus welchen Gründen auch immer, drehe ich jetzt den Hahn ab, dann müssten wir damit ja auch klarkommen. Ja, das ist natürlich die große Gefahr aus unserer Sicht und wir müssen uns darauf vorbereiten. Da läuft natürlich schon einiges. Ja. Es ist ja die Notfallsituation ausgerufen, es gibt zwei weitere Stufen und für uns ist es natürlich wichtig, dass wenn der Fall eintritt, den wir ja nicht beeinflussen können, das kann er ja von sich aus machen, dass wir dann gerüstet sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jetzt in den entsprechenden Stellen, die ja dann die Gaslieferungen zuteilen, hier auch
auch Änderungen vorgenommen werden bezüglich der jetzt bestehenden gesetzlichen Regelungen. Denn wir müssen unsere Wirtschaft am Laufen halten. Die Menschen müssen ihre Arbeitsplätze behalten, weil wenn sie die nicht mehr haben, dann können sie als Kunde erster Klasse, was sie ja sind nach der heutigen Regelung, können sie nächstes Jahr ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen. Das heißt, wir müssen eine vernünftige Aufteilung finden. Das müssen jetzt Notfallpläne gemacht werden, wie auch die Industrie am Laufen gehalten wird. Und da kann ich Sie da nur, richtig, Herr Wolf, dass Sie sagen, es muss im Grunde auch eine neue Priorisierung stattfinden, ja, dass eben die absolut. Wirtschaft nicht an die zweite Stelle kommt, genau, sondern die genau. Versorgung der Bevölkerung ganz genau, eher ganz genau. Wird. Und da kann ich dem Herrn Dürr nur zustimmen, denn wenn Sie die Leute fragen, und ich habe ja viele Menschen in meinen Fabriken und ich spreche mit denen, wenn Sie die Leute fragen und sagen, wollt ihr lieber bei 17 Grad zu Hause sitzen und drei Pullover anhaben und einen Arbeitsplatz behalten, dann sagen die sofort ja, weil der Arbeitsplatz ist ein ganz wichtiges Gut für die Menschen und ist einfach auch wichtig, dass wir unser Land am Laufen halten. Und wir müssen jetzt Wege finden und Pläne machen, wie wir eben auch die Wirtschaft, die im Moment ja leider Kunde zweiter Klasse ist, wie wir die Wirtschaft dann auch versorgen, dass wir sie zumindest notdürftig am Laufen halten. Fragen wir die Politik nochmal. Herr Merz, braucht die Wirtschaft eine andere Vorrangregelung in diesen Katastrophenschutzplänen, die wir haben? Soll der zweite Pullover wichtiger werden oder soll die Wirtschaft wichtiger werden? Die Auswirkungen eines Gaslieferstopps sind gleichermaßen schwer, unabhängig davon, von wem dieser Stopp ausgelöst wird. Und deswegen warne ich uns ein bisschen vor der Illusion zu glauben, wenn er es macht, wird es besser, als wenn wir es machen. Mhm. Es wird gleichermaßen katastrophal. Mhm. Wir haben aus dem Jahr 1973 ein Energiesicherheitsgesetz. Das ist mal gemacht worden, als wir die erste Ölpreiskrise hatten. Da waren wir mal in einer vergleichbaren Lage, weit entfernt von dieser Dramatik, aber auch von Knappheiten geprägt. Und da hat der Staat Instrumente geschaffen, um zu regulieren. Das muss diesmal auch wahrscheinlich wieder geschehen. Aber ja, Herr Wolf hat nicht ganz Unrecht. Natürlich, über den Sommer kann man mal mit etwas weniger Heizung auskommen zu Hause. Aber die eigentlich dramatische Zeit wird der nächste Winter. Mhm. Wenn die Speicher leer sind und wenn der Bedarf wieder ansteigt. Also es gibt einen klugen Journalistenkollegen, der war letzte Woche bei uns in der Sendung, Robin Alexander, sagt, es macht schon einen Unterschied, auch politisch einen Unterschied, ob die deutsche Bundesregierung festlegt, wir machen ein Gasembargo, oder ob das Putin für uns festlegt, auch, weil die Bundesregierung natürlich damit rechnen müsste, dass ein entsprechender Protest und Ärger und Zorn der Menschen Wir sprechen jetzt über die ökonomischen Auswirkungen. Richtig. Die politischen Auswirkungen werden sehr unterschiedlich sein. Und das ist ein Grund mit, warum ich auch dafür plädiere, es nicht selbst auszulösen. Mhm. Weil wir dann in Deutschland, ich meine, ich habe mit Klitschko am letzten Wochenende fast eine Stunde telefoniert und wir haben die Argumente ausgetauscht. Ich glaube, er hat auch verstanden, in welchem Dilemma wir hier sind. Ich plädiere dafür, dass wir das nicht selber machen. Denn wir hätten zusätzlich ein massives Problem des Protests in Deutschland, auch der Spaltung dieser Gesellschaft. Wenn das umgekehrt kommt, wird es uns möglicherweise eher ein wenig zusammenschweißen. Aber das ist eine rein politische Betrachtung. Die ökonomischen Wirkungen werden gleichermaßen katastrophal werden. Und das sieht die FDP anders. Ich frage jetzt bewusst die Ampel und ich frage bewusst eben die Regierung. Würden Sie der Wirtschaft da folgen, Herr Dürr, und sagen, der Schaden für dieses Land und seine volkswirtschaftliche Kraft wäre so immens, dass wir eine andere Vorrangsregelung festlegen müssen? Ja, ich habe ja gerade selbst eingeführt, Frau Illner, dass die geopolitische Stärke, die wir haben gegenüber Russland, ist unsere wirtschaftliche Stärke, weil wir eben nicht militärisch eingreifen können. Ja, aber mit können. Dieser Konsequenz. Genau, deswegen komme ich darauf zurück. Ich würde allerdings nicht sagen, es ist die Wirtschaft. Ich habe deswegen beispielsweise gerade von der Grundstoffindustrie gesprochen, weil es da dramatische Folgen hat. Bei einem anderen Betrieb, wäre es vielleicht, wo es nur um Wärmeversorgung wie im Wohnzimmer geht, wäre es eine andere Situation. Also da bin ich offen für eine Repriorisierung der ganzen Sache. Denn Herr Merz hat ja recht, wir müssen uns auf die Situation auch jetzt schon einstellen, gerade wenn von russischer Seite abgeschaltet wird. Das ist so. Insofern ist das eine Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, zu schauen, wo könnte ein Abschalten von russischer Seite der Erdgaslieferung uns so dramatische Folgen wirtschaftlich bescheren, dass einerseits die Arbeitsplätze, die Herr Wolf ansprach, aber unsere Lieferketten so zusammenbrechen, dass die eigene Versorgung, ich habe das Beispiel Dialyseschläuche bewusst genannt gerade. Nehmen Sie die ganze pharmazeutische Industrie. Menschen, die in Krankenhäusern versorgt werden müssen, also das darf nicht abreißen, da ist ich sag's mal plastisch jetzt, das Wohnzimmer nicht ganz so prioritär wie beispielsweise diese Situation in der Wirtschaft. Und da würde dann auch tatsächlich nicht nur dem Finanzminister natürlich nicht das Kurzarbeitergeld reichen.
Ja. Da müsste nach also, anderen Stützungsmaßnahmen... Die ökonomisch, wenn wir jetzt mal weitergehen, ich bin ja auch Ökonom, habe viele Jahre Haushaltspolitik gemacht, da graut es mir natürlich auch davor, was das Ganze bedeutet, keine Frage. Aber mir geht es tatsächlich, also das ist der zweite Schritt, schlimm genug. Der erste, über den ich rede, ist die Frage ist, hätten wir einen wirklichen Teilzusammenbruch sozusagen in der Wirtschaft und der muss natürlich vermieden werden, weil dann wären wir geopolitisch auf einmal in einer extrem geschwächten Situation. Heißt auch, ich versuche das zusammenzufassen, es geht eigentlich nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Mangel. Es geht auch um einen faktischen physischen Verlust. Es geht um einen massiven Wohlstandsverlust. Wir würden ärmer. Wenn diese Situation eintritt, stehen wir vor einem massiven Wohlstandsverlust in diesem Land. Aber massiv. Uns werden Betriebe kaputt gehen, die wir so schnell nicht wieder aufgebaut bekommen. Nun meldet sich auch Winfried Kretschmann zu Wort, Herr Massala, das ist interessant, und sagt, der Gasimportstopp verhindert keine Kriegsverbrechen. Ich kann jetzt nicht erkennen, was das Begehen solcher Verbrechen wie in Butscha, darauf hob er ab, mit Gaslieferungen zu tun hat. Sein Argument soll sein, dass man die Brutalität und den Krieg selbst mit einem Embargo natürlich nicht sofort beendet. Ist das ein Argument? Ja, natürlich ist das ein Argument, aber es ist ein komplett naives und dummes Argument. Verzeihen Sie mir, dass ich das so sage. Bitte. Weil natürlich verhindern wir mit Sanktionen diesen Krieg nicht. Putin hat diesen Krieg geplant, Putin will ihn politisch durchführen. Mhm. Und solange er das kann, wird er das machen. Und Sanktionen wirken halt nicht, also Sanktionen wirken nicht, wenn ich sie heute verhänge, morgen. So, und von daher keine der Sanktionen, die in der letzten Zeit verhängt wurden, also auch das fünfte Sanktionspaket der Europäischen Union, das jetzt kommen wird, wird diesen Krieg stoppen übermorgen. Sondern Sanktionen werden möglicherweise den russischen Staat so in die Knie zwingen, dass in 5, 6, 7, da müsste man jetzt Ökonom sein, um das richtig auszurechnen, dieser Staat einfach so pleite ist, dass er dann nicht mehr das Geld hat, um seinen Staatsapparat, und nochmal, der Staatsapparat führt diesen Krieg. Das Militär macht das vor Ort, der Staatsapparat ist unterstützend tätig. Dass sozusagen der Staatsapparat nicht mehr finanziert werden kann, dass ihnen vielleicht das Geld ausgeht, um sozusagen Soldaten zu bezahlen und so weiter und so fort. Also sagen, natürlich verhindert ein Gasstopp keine Kriegsverbrechen. Unmittelbar, aber ja, mittelbar natürlich, weil wir... Man könnte ja auch Folgendes argumentieren. Und deswegen ist diese Diskussion ja unsinnig. Also wir verhängen jetzt sozusagen alle möglichen Sanktionen. In 5 Monaten ist dieser Staat pleite und Russland sozusagen hisst die weiße Flagge und sagt, wir hören auf. Da verhindern wir auch nicht, dass beim Rausgehen der russischen Truppen noch alles getötet wird, was sich denen in den Weg stellt. Ja, also das Argument ist kein valides, was Herr Kretschmann da vorbringt. Und dann nochmal die Frage, was sollten diese Sanktionen in Bezug auf Putin bewirken? Nochmal die Frage, ist es nicht wahnsinnig schwer abzuschätzen, wann wir diesen Machthaber so sehr reizen, dass er aus diesem in die Ecke gedrängt sein noch viel schlimmere Dinge tut, als wir befürchten? Absolut richtig, das Risiko besteht immer. Und dieses Risiko muss man eingehen in diesem Fall. Aber Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der mir selber unklar ist. Was sollen diese Sanktionen bewirken? Und das ist nie offen ausgesprochen worden. Also wir haben am 24. Februar oder am 25. das massivste Sanktionspaket gegen einen Staat verhangen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Aber was ist das strategische Ziel? Krieg stoppen kann es nicht sein. Wollen wir sozusagen den Staat in die Knie zwingen, damit er den Krieg stoppt? Wollen wir sozusagen die Bevölkerung gegen das Regime aufwiegeln? Wollen wir in dem Regime sozusagen Widerstand locken von bestimmten Gruppen, die getroffen werden? Also man muss mit den Sanktionen auch ein strategisches Ziel formulieren. Und das, meines Erachtens, haben wir nicht getan. Deswegen machen wir immer Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen. Aber es ist nicht so ganz klar, was wir eigentlich erzielen wollen. Frau Mischenko hat das russische Volk schon angesprochen. Sie haben auch Verwandte und Freunde natürlich in Russland. Und wir wissen hier und nehmen nicht nur zur Kenntnis, sondern wie erfolgreich Wladimir Putin natürlich auch Propaganda macht in seine Bevölkerung hinein, die nicht nur zu 80% diesen Krieg, den er so nicht nennt, gut heißt, sondern ihn sogar noch befeuert, jetzt erfolgreich zu sein darin. Also da treffen sich ja zwei Fragen. Ist es denn realistisch, darauf zu hoffen, dass sich irgendwann die russische Bevölkerung auch gegen diesen Präsidenten wendet? Ich glaube, dass es nicht bald passiert, dass die Struktur der Gesellschaft, oder ich weiß nicht, ob ich das Gesellschaft nennen kann, denn Putin hat alles Mögliche gemacht, damit keine Gesellschaft in Russland funktioniert. Ja, der Protest kommt nicht von unten. Aber ich glaube, was Sie über diese Abschätzung gesprochen haben,
wir in der Ukraine können ja auch nicht abschätzen. Wir machen einfach. Und das ist, glaube ich, so in einem Krieg oder in einem Konflikt. Man muss einfach alles machen, damit das gestoppt wird. Ja. Und ohne genau zu wissen, wie... Wissen Sie, das erinnert ein bisschen an diese alte Diskussion, was ist in Putins Kopf? Haben Sie schon das letzte Mal protestiert? Das ist nicht wichtig, was in seinem Kopf ist. Wichtig ist, was er tut und wie man ihn stoppt. Und das ist die Aufgabe. Gut, dann nehmen wir uns jetzt aber genau das noch mal vor, Herr Merz, und fragen wenigstens genauso wichtig, nicht nur, wohin sollen diese Sanktionen zielen, sondern was ist in diesem Krieg eigentlich das Ziel des Westens? Wollen wir Wladimir Putin zurückdrängen aus diesen Territorien? Wollen wir, dass er sogar gezwungen wird, beim Wiederaufbau zu helfen, dieses Landes, das er jetzt pulverisiert? Oder wollen wir eine geteilte Ukraine und wollen ihm zugestehen, dass er bestimmte Regionen haben darf, um dann einen Frieden mit ihm zu schließen? Das greift mir alles, das greift mir alles ein bisschen zu kurz. Ich finde, wir helfen nicht, das haben Sie eben ganz richtig gesagt, sondern wir verteidigen auch unsere Freiheit. Gut, auch unsere Freiheit wird in Kiew verteidigt, auch in Mariupol. Und das Ziel, Herr Marsala, ich finde, ein wichtiges Ziel muss sein, und das wird auch artikuliert, dem industriell-militärischen Komplex dieses Landes das Rückgrat zu brechen. Okay. Ja. Ich spreche es einfach aus, dafür zu sorgen, dass diese Kriegsmaschinerie zusammenbricht, ökonomisch zusammenbricht und nicht mehr in der Lage ist, Nachschub zu bekommen. Deswegen ja auch der Stopp sämtlicher Elektronikteile. Alles, was aus dem Westen kommt, um diese Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Gut, aber dann muss man doch sagen, Herr Merz, wenn das so wichtig ist, dann müssen wir doch ein Embargo machen. Wir müssen doch dann alles tun, was wir tun können. Wir tun ja nun auch sehr, sehr viel. Okay. So, also ich noch mal, wir sind wieder bei dem, was wir eben diskutiert haben. Wir tun alles das, was wir meinen, verantworten zu können, auch gegenüber unserem eigenen Land, um so viel wie möglich. Es hat noch nie in der Geschichte der modernen Zeit ein solches Sanktionsregime gegeben gegen Personen, gegen Unternehmen, gegen Länder, die beteiligt sind, insbesondere Russland. Sind ja auch noch andere beteiligt. Also insofern, glaube ich, sind wir da schon auf einem Weg, etwas zu tun, was sich am Ende als richtig erweisen könnte, wissend, dass wir damit trotzdem unendliches menschliches Leid nicht verhindert haben. Wenn wir denn wenigstens mit unseren Waffenlieferungen erfolgreicher wären, womit wir bei einem Thema sind, das hier auch schon kurz angedeutet wurde und das auch kein gutes Kapitel ist, weil, Herr Dürr, die Verteidigungsministerin regelmäßig sich selbst lobt und sagt, was wir alles schon Tolles in die Ukraine gebracht haben. Und dann immer die ukrainische Seite, entweder Herr Selenskyj oder Herr Melnyk, sagen, dass das leider alles nicht stimmt und sogar, dass sie lügt. Können Sie irgendwas zum Schutze der Verteidigungsministerin anführen? Also Deutschland tut auch militärisch was. Ich habe das eine Beispiel vorhin genannt, nämlich bewaffnete Panzer. Und auch da die Zeitenwende. Vor 2 Jahren hätte sich niemand vorstellen können in Deutschland, dass wir in eine Konfliktsituation Waffen liefern. Das tun wir jetzt richtigerweise, denn das ist ja die ganz konkrete Hilfe für die Soldatinnen und Soldaten, die da die Freiheit verteidigen. Wir liefern keine Marder. Ja, ich bin offen dafür. Ich bin da durchaus offen für, darüber zu sprechen, wie wir mehr tun können. Die NATO hat ja heute dazu getagt und hat auch Hinweise gegeben. Da müssen wir uns jetzt auch in Deutschland anschauen, was wir da umsetzen können. Das eine Beispiel habe ich genannt, nämlich diese bewaffnete Panzer immerhin. Und ich bin auch bereit, darüber zu reden, dass das, was beispielsweise auf den Höfen der deutschen Rüstungskonzerne derzeit steht und nicht genutzt wird, ob man das freigeben kann. Natürlich müssen wir genau darüber nachdenken, das jetzt zu tun. Denn wir müssen es eigentlich, das wird Herr Marsala wahrscheinlich besser beurteilen können als ich, aber auch so zu Ende denken. Das heißt, wenn man Waffen liefert, muss man auch Munition liefern, gegebenenfalls auch Ausbildungssituationen. Und wenn wir in eine Situation kommen, dass dieser furchtbare, furchtbare Krieg länger dauert, was wir alle nicht hoffen, aber was sein kann, da müssen wir jetzt militärisch darüber nachdenken, wie wir auch länger die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine unterstützen können. Und dann sind wir, Herr Marsala, aber genau bei der gleichen Frage eigentlich. Sehen Sie noch durch, wann die Bundesregierung Ja sagt und wann sie Nein sagt? Also NVA-Panzer aus dem Bestand über Tschechien haben wir jetzt offensichtlich geliefert. Bei den Mardern sagen wir Nein. Und warum sagen wir Nein? An einer Stelle, wenn ich das, Entschuldigung, ganz kurz sagen darf, muss ich dann aber schon auch die Verteidigungsministerin verteidigen und die Bundesregierung aus einem ganz pragmatischen Grund, was nicht ganz funktioniert, leider in so einer sicherheitspolitisch schwierigen Situation, dass wir sozusagen transparent offenlegen, auf welchem Weg was gerade genau passiert. Weil das wird schwierig, das finde ich, muss man fairerweise sagen. Ja. Natürlich wünscht sich jeder diese Transparenz und würde gerne sehen,
das an Munition, das an Waffen also, wird konkret geliefert. Nee. Also ganz ehrlich, da bin ich absolut dabei. Ich finde sozusagen, nicht nur wir Deutschen, alle reden zu viel über Waffenlieferungen. Hm. So, man sollte es machen, Ende aus, machen und nicht so viel darüber reden. Also, auch da kann ich nur sagen, ist das Argument ja in der Auseinandersetzung mit der Bundesverteidigungsministerin zu sagen, es geht ja gar nicht darum, dass sie einen bestimmten Ort angeben oder dass sie bestimmte Kontakte angeben oder Fotos zeigen, wo das hingeht, sondern es geht um die Dimension. Und unsere Dimension, Herr Marsala, da sind wir jetzt bei dem, ist ein Zehntel von Estland? Nein, also das kommt darauf an, wie man es berechnet. Ne? Also sozusagen, wenn man, ist es die Frage, dann ob es ein Nenn- oder Zahlwert ist. Ja. Also entweder sind wir fast so gut wie Estland, ja? Was natürlich lächerlich ist. Also man muss die Karte gucken, Bruttoinlandsprodukt von Estland, Bevölkerung. Oder wir liegen drunter, aber das ist die Frage, wie man es berechnet. Ich gehe jetzt mal positiv davon aus und nehme die Zahlen des Wirtschaftsministeriums, die eine andere Berechnungsgrundlage haben als das Verteidigungsministerium. Dann sind wir ungefähr da, wo Estland ist. Und mit Sachen, die jetzt schon bewilligt sind, werden wir demnächst kurz vor Estland sein. Mhm. So, im Vergleich, und da sind wir im Bereich von irgendwie so 250 Millionen Euro, 280 Millionen Euro. So, die USA geben 1,6 Milliarden bisher aus. Um nur mal den Spitzenreiter zu nennen. Ja, und die Nummer 2, 3, 4, 5 kann ich gar nicht runterdeklinieren. Frau Lamprecht sagte 80 Millionen in unserer Nennung. Ja, aber deswegen sage ich das. Das sind unterschiedliche sozusagen Berechnungsarten. Im Quartalsbericht des Wirtschaftsministeriums finden Sie 180 Millionen. So, 180 Millionen, also 203 Millionen Dollar. Mhm. Das ist aber sozusagen, weil Frau Lamprecht sozusagen den Nennwert nimmt. Also wie viel sind die heute wert? Und das Wirtschaftsministerium nimmt sozusagen den absoluten Wert. Wie viel ist das Gerät an sich wert? Ja. Können wir mehr oder könnten wir eigentlich nicht mehr? Sind diese Argumente alle richtig zu sagen, wir können nur liefern, was den Ukrainern auch wirklich nutzt? Wir können nur liefern, was die Ukraine auch wirklich haben wollen, auch wenn die Ukrainer die ganze Zeit sagen, ihr wisst seit 2 Monaten, was wir brauchen und es nicht bekommen. Also ich kenne die Liste nicht, aber ich sage jetzt mal Folgendes. Natürlich können wir mehr machen, weil wir sozusagen einkaufen können. Also es geht nicht nur um das, was die Bundeswehr hat, sondern es geht auch darum, dass wir irgendwo einkaufen können. Es geht auch darum, dass wir der Ukraine erlauben, bei deutschen Rüstungsunternehmen einzukaufen. Wenn ich jetzt dieses bestimmte Marder-Beispiel nehme, da verhindern wir gerade. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gerade, ich glaube, heute tagt das Bundessicherheitskabinett. So, vielleicht ist da eine Veränderung in der Position. Aber da verhindern wir gerade, dass die Ukrainer direkt zu Rheinmetall, glaube ich, gehen können und sagen können, hier Geld, da Marder, wir wollen haben. Mhm. Gleichzeitig verhindern wir auch, dass wir Folgendes machen. Wir haben ungefähr 390 Marder in der Bundeswehr. 300 sind gebunden. 90 sind sogenannte Umlaufreserve. Die könnten wir geben und dann füllen so, die... Und dann haben wir irgendwo noch diesen Schrotthof mit den Mardern. Und jetzt sagt Rheinmetall, pass auf, wir setzen die instand. 4 bis 6 Monate. Von den 90 können wir alle 90 oder einige in die Ukraine geben. Und dann kommen in 4 Monaten diese Marder wieder zurück. Das heißt, wir verlieren keine Marder. Der Bestand bleibt gleich, aber es verzögert sich sozusagen 4 Monate. Und es ist jetzt mal so, dass ich sage, in den nächsten 4 Monaten... Die Russische Föderation ist gerade anderweitig gebunden. Die werden nicht die baltischen Staaten überfallen, sodass sozusagen wir den Verteidigungsfall haben. Und wenn die Verteidigung der baltischen Staaten an 40 Mardern hängt, dann sollten wir sie gar nicht beginnen. Also von daher sozusagen, das ist kein Argument. Wir könnten mehr machen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn ich die Minute noch habe. Dieser Krieg wird jetzt über Monate gehen. Herr Dürr hat gerade eben angedeutet, was man jetzt machen kann. Uns gehen irgendwann mal nicht nur uns Deutschen, sondern auch den Polen, den Bulgaren, die alten sowjetischen Modelle aus, die man den Ukrainern liefern kann, wo sie sofort Soldaten reinsetzen und das Ding fahren können. Jetzt kann man überlegen, ob wir ihnen westliche Systeme liefern, ob wir die Zeit haben, sie verkürzt zu trainieren und gleichzeitig, was ganz wichtig ist, die Logistikkette herzustellen. Mhm. Weil natürlich, es hilft nicht, wenn wir was Westliches in die Ukraine schicken, das geht dann irgendwie kaputt. Nicht, weil die Russen es kaputt schießen, sondern weil irgendwas kaputt geht und die haben keine Ersatzteile. Also da brauchen wir eine Logistikkette. Mhm. Wenn dieser Krieg noch Monate dauert, wenn das die Annahme ist, haben wir jetzt Zeit, über ganz, ganz andere Arten von Waffenlieferungen nachzudenken. Und Unterstützung nachzudenken. Und heute ist in der NATO, Herr Stoltenberg, fällt mir gerade ein, noch mal von ihm auch höchst selbst erwähnt worden, dass Finnland und Schweden und Georgien dabei war. Wird das auch noch mal was an unserem Denken darüber ändern, aus welchen Ländern und wie massiv wir eben alles, was sich jetzt auf NATO-Gebiet befindet und oder noch nicht NATO-Mitglied ist, einbezogen wird in den Kampf? Ich hoffe es. Also es wäre schön, wenn diese Zeitenwende dadurch gekennzeichnet wird, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt endlich mal vor die Bugwelle kommt. Mhm. Bisher haben wir noch immer einen alten Reflex, den wir aus den letzten 30 Jahren kennen.
Wir gucken, was die wichtigsten Partner machen. Und in dem Moment, wo wir befürchten, dass wir alleine dastehen, also laufen wir schnell hinterher. Kevin allein zu Hause, sagen wir, okay, wir machen das. Ja. Man muss auch einfach mal gehen. Diese Zeitenwende wurde eingeleitet, weil unser engster Partner bei Wir liefern keine Waffen, die Niederlande, gesagt haben, wir liefern Waffen. Und dann standen wir plötzlich allein da. Dann haben wir den 180-Grad-Schwenk vollzogen. Letzten Endes agieren wir noch immer so. Gut. Wir warten, was die anderen sagen. Und wenn wir sehen, wir sind isoliert, dann gehen wir mit. Wir sind noch mal bei der Bundesverteidigungsministerin, Herr Merz. Olaf Scholz hat gesagt, er macht diese 100 Milliarden Vermögen für die Sondervermögen für die Bundeswehr zur Chefsache. Hat er Misstrauen in die Bundeswehr oder hat er Misstrauen in seine Verteidigungsministerin? Ist das nicht alles auch eine Scholz-Entscheidung, die wir in Bezug auf unsere Waffenlieferung erleben? Naja, wir hatten gestern im Deutschen Bundestag eine Regierungsbefragung. Wir haben den Bundeskanzler danach gefragt. Wenn er die Antworten gegeben hätte, die Herr Marsala heute Abend gegeben hat, dann wäre die Sache klar gewesen. Aber er hat Fragen beantwortet, die wir ihm nicht gestellt haben. Mhm. Und die gestellten Fragen hat er nicht beantwortet. Wir werden hier bewusst im Nebel gehalten, im Ungewissen gehalten, was tatsächlich passiert. Und wissen Sie, dann kommen solche absonderlichen Dinge zustande, wie die Verteidigungsministerin behauptet, wir seien der zweitgrößte Lieferant. Und dann wird man nachgefragt, woran das denn bemessen wird, wie das denn bemessen wird. Da kommt die Antwort aus dem Verteidigungsministerium, jetzt halten Sie sich fest, das ist ernst, nach Gewicht der Waffen. Das war die Antwort aus dem Verteidigungsministerium. Es fängt jetzt an, wirklich ärgerlich zu werden. Parlament und Öffentlichkeit werden von dieser Bundesregierung getäuscht. Nein. Zum Teil sagt die Verteidigungsministerin die Unwahrheit. Sie sagt, es seien Verabredungen mit der Ukraine gemacht worden über die Geheimhaltung. Das ist von der ukrainischen Regierung zweimal glasklar dementiert worden. Mhm. Wir werden hier nicht wirklich gut informiert. Es werden Dinge zurückgehalten, die längst hätten geliefert werden können. Wir wissen, dass es in der Bundesregierung massive Unstimmigkeiten zwischen Kanzleramt, Verteidigungsministerium, Wirtschaftsministerium gibt, die Exportgenehmigung erteilen müssen. Das ist das eigentliche Problem, was nun langsam wirklich anfängt, ärgerlich zu werden. Auch mit der Auseinandersetzung, die wir darüber im Parlament führen müssen und die wir uns alle gerne ersparen würden. Wie wohl man der Fairness aber sagen muss, dass Robert Habeck jetzt auch leichter hat, neue Waffen zu genehmigen, als die aus dem Bestand der Bundeswehr genehmigen zu lassen. Ja, aber es liegt dem Kanzleramt und dort kommt es nicht raus. Dort kommt es nicht raus. Das heißt, auch Sie sagen, eigentlich ist Olaf Scholz dafür zuständig. Das ist Chefsache. Mhm. Und wenn seine Kabinettsmitglieder es nicht so machen, wie er es will, dann muss er es anordnen. Er hat die Richtlinienkompetenz und muss es zu seiner eigenen Sache machen. Mhm. Ja. Und es ist doch genau der Eindruck, der immer wieder entsteht, dass Deutschland ständig hinterherläuft und Deutschland ständig aufgefordert werden muss und Deutschland sich nicht mit denen zusammen bewegt, die jetzt hier Entscheidungen treffen. Und dann wird die Außenministerin heute aus dem NATO-Rat zurückgerufen, weil sie hier in Deutschland im Bundestag um die Mehrheit fürchten beim Impfgesetz. Das ist einfach nicht in Ordnung. Stellen Sie sich den Eindruck vor, der da in Brüssel entsteht. Aber bleiben wir bei der Verteidigungsministerin und fragen nochmal, ist sie eine gute? Nein. Sie ist völlig überfordert, sie ist völlig ungeeignet gewesen vom ersten Tag an, wo sie ins Amt kam. Es ist eine reine Notlösung und man merkt es jeden Tag. Also, jetzt müssen Sie zur Verteidigung. Nein, überhaupt gar nicht, Herr Merz. Die Rolle des Oppositionspolitikers ist es, auch mal auf den Tisch zu hauen. Absolut legitim, aber viele Dinge stimmen nicht. Ich sehe ja schon einen Widerspruch zwischen Ihnen beiden. Sie sagen zu Recht, wir können nicht über jedes einzelne Waffensystem und dann noch den Weg dahin reden, sondern wir müssen es machen. Ich bin absolut dabei. Einverstanden, kein Widerspruch. Ich bin absolut dabei, auch mehr zu tun. Über das Waffensystem, über das ich vorhin sprach, was die Bundesregierung jetzt genehmigt hat, was geliefert wird aus diesen Beständen, dann Standort Tschechien derzeit und das kommt auch. Da gab es eine Anfrage schon mal, und zwar 2019. Mhm. Und da hat die alte Bundesregierung Nein zugesagt. Das meine ich da mit Zeitenwende. Diese Bund, da gab es die Besetzung der Krim, Herr Merz. So ist es ja nicht. Also das ist das, was wir, ich habe es vorhin mit Naivität beschrieben, oder wir haben weggeschaut, Sie haben es zu Recht gesagt. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Die Ausrede lautet nicht, diese Bundesregierung ist erst 120 Tage im Amt. Aber mit Verlaub, wenn man vorher, Herr Merz war persönlich nicht dabei, sondern eine andere Vorgängerin war im Kanzleramt, wenn man 16 Jahre eine komplett, nicht nur andere Energiepolitik, darüber sprachen wir, sondern auch eine komplett andere Militärpolitik gemacht hat, dann sollte man vielleicht nicht ganz so laut auf die, vier Jahre auf mit die der Sahne FDP, hauen, Herr Merz, das ist auch richtig. Ja. Das waren die besten Jahre der unionsgeführten Bundesregierung damals. Lass mich den Punkt noch sagen. Ich bin sehr offen dafür, dass das, was Herr Stoltenberg heute angekündigt hat, dass wir das auch in Deutschland vollziehen, wie Herr Marsala es sagte, ist dann auch machen und am besten im westlichen Konzert und so, dass es auch funktioniert. Die Amerikaner haben einen Vorteil. Diese logistischen Lieferketten, über die wir sprachen, die notwendig sind, dass nicht nur symbolisch Gerät geliefert wird, sondern auch angewendet werden kann gegen die russischen Aggressoren. Das haben die Amerikaner bereits, weil die alte Bundesregierung mit Verlaub da nichts getan hat. Das müssen wir jetzt auch aufbauen. Also ja, ich bin dafür, dass wir da militärisch unterstützen.